herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, hier von der Frankfurter Börsengalerie. Und wenn es natürlich um das liebe Geld geht, wenn es um Aktien geht, wenn es ums Vermögen geht, ja, da müsste man ja zuerst einmal das Gehirn einschalten. So, auf jeden Fall Roland Ulrich. Und der Roland ist ein lieber alter Freund von mir, der schon seit Jahren gehandelt hat, der Makler war, der in New York war, der in London war, der die Märkte kennt, sich aber jetzt eher mit den Gehirnströmungen der Aktionäre auseinandersetzt, nicht wahr? Richtig, kann man so zusammenfassen. Ich habe mich als im Aktiengeschäft immer gefragt, warum ist es so schwierig, nachhaltig Geld zu verdienen? Wer spielt uns eigentlich einen Streich mit allen Realtime-Informationen, die wir haben, dem ganzen Know-how, was wir haben, was direkt zur Verfügung steht, sind die meisten Menschen nicht in der Lage, an der Börse wirklich Geld zu verdienen. Wenn Sie die Studien und Analysen sehen, 80-90% der privaten Anleger, der Daytrader, machen regelmäßig Verluste, sind am Ende des Jahres nicht im Gewinnbereich. Woran liegt das? Das war die Frage, die mich umgetrieben hat. Und so bin ich dann zufällig mit Hirnforschern in Kontakt gekommen, die in einem Bereich, in einer Disziplin, Neurofinance nennt sich das, spannende Erkenntnisse entwickelt haben aufgrund der Nutzung von sogenannten Hirnscannern, der funktionellen Magnetresonanztomographie, und dabei festgestellt haben, dass bei dem Thema Geld die gleichen Gehirnareale involviert sind und aktiviert sind, die bei anderen starken Emotionen auch aktiviert sind. Und es deshalb zu den gleichen Reizreaktionsmustern führt, wie beispielsweise bei physischem Schmerz, wie bei drohender sozialer Isolation oder was auch immer. Oder im positiven Fall, wenn das Dopaminhormon ins Spiel kommt, dass Euphorie ins Spiel kommt, dass dann wieder Verstandsareale ausgeschaltet sind. Und so bin ich in das Thema reingekommen. Aber letztlich Geld dann schon ein Punkt, der mit Emotionen dann zu tun hat im Gehirn. Ja, auch mit sehr starken Emotionen zu tun hat. Und deswegen spricht man ja auch von Börsenpsychologie, weil es geht halt nicht rational her, weil der Mensch eben ein emotionales Wesen ist. Und unser Gehirn ist ein hochemotionales Organ und kein rational denkendes Organ. Ohne Emotionen können wir auch gar keine Entscheidungen treffen. Wir wären gar nicht entscheidungsfähig ohne emotionale Zentren. Also diesen Mr. Spock von Raumschiff Enterprise, diesen rational agierenden Vulkanier, den kann es in der Realität gar nicht geben. Weil ohne Emotionen sind wir nicht entscheidungsfähig. Wir werden sozusagen paralysiert und können keine Entscheidungen mehr treffen, weil uns der emotionale Teil, das emotionale Erfahrungs- und Lerngedächtnis fehlt. Das heißt, wir brauchen diese Balance zwischen Emotion und Kognition, um optimale Entscheidungen, eben auch Finanzentscheidungen treffen zu können. Aber ist das denn erlernbar? Ja, es ist insofern erlernbar, als dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen müssen, wann wir aus dieser Balance herauskommen. Das heißt, wenn die emotionalen Zentren sozusagen die Regie im Gehirn übernehmen, die biochemischen Prozesse, die dahinterlegt sind, sind immer schneller als das logisch-analytische Denkvermögen. Es geht einfach schneller. Und wenn der Verstand einmal ausgeschaltet wird, das heißt gehirnphysiologisch, dass die Verstandsareale im Gehirn mit weniger Sauerstoff und Glucose versorgt werden. Das heißt, ich habe weniger Zugang zu diesen Arealen. Das heißt, ich bin dann auf Autopilot, impulsgesteuert und nicht mehr rational denkend. Das heißt, wenn ich aus dieser Balance rauskomme, solange ich diese Balance halten kann, deswegen wäre eigentlich ein buddhistischer Mönch oder ein Zen-Meister, der permanent diese Balance hat und in der Ruhe bleibt, der ideale Börsenhändler. Weil er dementsprechend auch diese Ruhe in sich hat. Ja, wir kennen ja von der Börse diesen alten Spruch, Gier frisst Hirn. Richtig. Das haben amerikanische Professoren, Hirnforscher analysiert. Die haben da spannende Studien zugeschrieben. Hirn, also Gier frisst Hirn, das heißt, Gier wird gesteuert durch Dopamin, das sogenannte Glücks- oder Freudenhormon. Wenn das übermäßig ausgestoßen wird, dann ist es die Erwartung von Erfolg, von Gewinnen, die uns sehr risikofreudig macht, die uns sehr gierig macht und die uns auch lernunfähig macht. Das heißt, wir machen immer wieder die gleichen Fehler. Das heißt, selbst wenn wir in einem Börsencrash sehr viel verloren haben, sind wir über das Glückshormon Dopamin wieder bereit, dasselbe Risiko einzugehen. Und bei starker Gier heißt das eben auch, dass die emotionalen Zentren überaktiviert sind. Und das heißt, dass diese Balance zwischen Kognition und Emotion wieder nicht gegeben ist. Und das heißt, wir reagieren wieder sehr irrational, mit anderen Worten, im ökonomischen Sinne irrational. An der Börse heißt es ja auch, Gewinne maximieren, Verluste reduzieren. Noch viele Börsianer oder viele Anleger, die seinerzeit mal Aktien gekauft haben, ja, die mittlerweile vielleicht nicht mehr allzu viel wert sind, ja, die schauen da gar nicht mehr drauf. Die haben da mehr oder minder so einen Friedhof zu Hause liegen. Wie geht es mir denn damit dann um?
Ja, diese Maxime ist natürlich richtig. Und im Grunde machen private Anleger genau das Gegenteil. Das hat ja diese Studie, die ich eingangs erwähnte, gezeigt, dass man Gewinne nicht laufen lässt, zu früh mitnimmt. Das ist aber ein in Evolution bewährtes Verhalten, Dinge, die wir haben, sofort zu konsumieren und nicht aufzubewahren und gleichzeitig Verluste laufen zu lassen, weil wir Angst haben, diesen Verlust zu realisieren, weil das limbische Schmerzzentrum aktiviert. Wenn wir den Verlust tatsächlich realisieren, tut es einfach physisch weh. Und deshalb ist dieser Mechanismus weg von. Das heißt, ich will es vermeiden, diese Verluste zu realisieren, mit der Folge, dass ich Verluste laufen lasse. Das heißt, wenn ich diese Kombination habe von Gewinnen, die ich zu früh mitnehme, und Verlusten, die ich immer mal wieder laufen lasse, ja, wo stehe ich da am Ende des Jahres? Im Verlustbereich. Und das ist der Fehler, den die meisten Anleger machen. Aber von Natur aus, weil der Mensch aufgrund des evolutionären Selektionsprozesses im Grunde nicht dafür geeignet ist, an Finanzmärkten kluge Entscheidungen zu treffen. Finanzmärkte sind hochkomplex und die widersprechen vollkommen der menschlichen Natur, die Mechanismen und die Abläufe an den Märkten. Ich bin ja jemand, der sagt, du musst mindestens 7 bis 10 Jahre investieren oder auch investiert bleiben, um einen Erfolg zu haben, weil der normale Anleger ja sowieso kein Daytrader in diesem Sinne ist. Diese Langfrist, spielt es dann schon eine Rolle dann auch? Ja gut, die Langfriststrategie ist natürlich der Ausweg aus dieser Abwärtsspirale, dass ich mein Geld einfach langfristig anlege, indem ich es sozusagen outsource und Fondsgesellschaften zur Verfügung stelle, dass die mein Geld managen, oder indem ich es selber selbstverantwortlich mache. Aber dann brauche ich halt diese Selbstdisziplin und diese Selbstregulationsfähigkeit, dass ich nicht in diese Fallen reintappe und dann, wenn es mal runtergeht an den Börsen, ich alles in Panik verkaufe. Oder wenn es mal zu stark raufgeht, dass ich sage, so, jetzt schmeiße ich auch den letzten Pfennig in Aktien rein und bei der Bonanza will ich dabei sein. Und dann kippen die Märkte und dann bricht wieder die Panik aus. Also langfristiges Investieren ist natürlich die erfolgversprechendere Strategie, um sozusagen diesen Irrationalitäten, die meist im Kurzfristbereich auftreten, vorzubeugen und das auszuschließen. Wie kann ich mich denn noch rein vom Gehirn her vor Verlusten schützen? Indem ich im Vorfeld, wenn ich diese Balance zwischen Kognition und Emotion noch habe, ganz klare Handelspläne mache und es einfach lerne, mich daran zu halten. Und wenn diese Strategien nicht aufgehen und nicht erfolgversprechend sind, dann ändere ich diese Strategie. Aber ich halte mich immer an diese Regeln. Das heißt, ich setze ganz klare Stop-Loss-Limite, ich setze ganz klare Take-Profit-Limite und halte mich auch daran. Und wenn diese Strategie nicht aufgeht, dann ist es die falsche Strategie, dann ändere ich die. Aber solange ich diese Strategie fahre, halte ich mich sklavisch daran. Das erfordert aber sehr, sehr viel Selbstdisziplin und auch diese Fähigkeit und diese Bereitschaft, sich daran zu halten und es auch auszuhalten, wenn es mal gegen einen läuft, wenn ich mal eine Drawdown oder eine Verlustphase habe. Ich halte mich an diese Strategie. Und diese Disziplin, das ist die große Herausforderung. Diese Disziplin kann man natürlich auch erlernen, deswegen gibt es ja die Neurofinance in diesem Sinne. Ja, die Neurofinance erklärt im Grunde, was im Gehirn abläuft, wie im Gehirn Geld verarbeitet wird, welche Gehirnareale aktiviert sind, welche Rolle die Evolutionsbiologie spielt, was für biochemische Prozesse im Gehirn ablaufen bei Finanzentscheidungen. Und die geben uns im Grunde auch den Schlüssel dazu, wie wir das besser machen können. Über Mindfulness-Training, also Achtsamkeitstraining, es gibt Neurofeedback-Methoden und es gibt auch ganz viele Prozesse und Instrumente, wie ich es lernen kann, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Das zum Beispiel, was ich mit vielen Tradern, privaten Tradern, als auch mit professionellen Tradern mache, als auch in Börsenhändlerausbildungen, dass ich sozusagen diese psychologische und neurowissenschaftliche Betreuung mache und den Auszubildenden einfach versuche klarzumachen, was läuft am Gehirn ab. Das ist dieser Prozess, sich darüber bewusst zu werden, wie mein Gehirn funktioniert, um dann im nächsten Schritt zu lernen, wie ich mich selber besser regulieren kann. Und das geht wirklich über Achtsamkeit, das geht über Atemtechniken und das geht über Techniken aus dem NLP-Bereich. Und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Methoden, wie ich es lernen kann, einfach intelligentere Entscheidungen in Sachen Geld zu treffen. Und da müssen wir Deutschen ja sowieso noch einiges lernen, weil wir sind ja so ein bisschen weg vom Finanzmarkt. Der Deutsche ist nach wie vor noch ein Aktienmuffel, muss man sagen. Ja. Er lehnt ja das Thema Investment vielfach ab. Klar, 99, 2000 hat es wehgetan, 2008 hat es nochmal wehgetan, aber das kann ja jetzt kein Grund sein, letztlich, um zu sagen, nein, ich werde nie wieder an den Markt gehen, nie wieder Geld versuchen, mit Aktien zu verdienen. Nein, natürlich nicht. Aber da kommt noch eine besondere Komponente in Deutschland hinzu. Der typische deutsche Anleger ist auch das Ergebnis seiner Kultur und seiner Erziehung. Und das Verhältnis zu Geld ist ein ganz anderes hier bei uns, im Gegensatz zum angelsächsischen Raum, die sehr viel risikofreudiger sind. Wir sind im Grunde von unseren Eltern erzogen worden,
mit Sätzen wie Geld korrumpiert, über Geld spricht man nicht. Und es gibt auch keine Finanzausbildung, Erziehung für Schüler und für Kinder, dass man denen beibringt, wie man intelligent mit Geld umgeht, wie man anlegt. Das heißt, wir haben im Grunde ein sehr verklemmtes Verhältnis zu Geld und auch dazu, was Zinseszinseffekte bedeuten, was man mit Aktien langfristig verdienen kann, um auch fürs Alter vorzusorgen. Und das haben wir alles nicht gelernt. Das ist faktisch so wie eine genetische Kodierung, wo mal die Union Investment mit der Hamburger Universität eine Studie zu rausgebracht hat vor einem Jahr. Sehr, sehr spannend, wie stark wir von so einer Erziehung und von einer genetischen Kodierung beeinflusst sind, was unsere Aktionärskultur anbelangt. Wir sind einfach nicht dazu erzogen worden, diese Möglichkeiten, die der Aktienmarkt bietet, zu nutzen. Und ich habe es ja schon angesprochen, Roland Ulrich war ja in New York, war in London, da sind die Mentalitäten schon anders. Ja, das war eine spannende Erkenntnis, zu sehen, mit welcher Risikobereitschaft die da reingegangen sind. Aber die sind deshalb nicht zu Hasardeuren geworden, sondern man hat sich einfach aktiv damit auseinandergesetzt. Man hat in Aktien investiert, man hat in Aktienfonds investiert. Man war einfach auch bereit, Risiken einzugehen. Aufgrund der Langfristperspektive, aufgrund der Tatsache, dass Aktienengagements langfristig eine positive Rendite abwerfen. Es gibt zwar Volatilitäten, es gibt Schwankungen, es gibt immer wieder Einbrüche an den Börsen, aber wir haben bisher gesehen, nach allen Crash, nach allen Einbrüchen, nach allen Bear Markets, die wir gesehen haben, ging es wieder aufwärts. Und selbst nach den größten Einbrüchen haben sich die Märkte in relativ schneller Zeit wieder deutlich erholt. Und man konnte mit Aktienengagements immer eine sehr gute, stabile, positive Rendite erzielen. Wenn man denn dementsprechend die Füße stillhält bei Zeiten auch. Das ist natürlich der Trick an der ganzen Sache, die Füße stillzuhalten, sondern darüber hinaus eben auch antizyklisch zu handeln, dass ich dann sage, okay, wenn die Märkte jetzt wirklich einknicken, dann kaufe ich eben auch mal nach, auf die lange Frist gesehen. Und wenn die Märkte mal wirklich hossieren und wir All-Time-Highs gesetzt haben, dann kann ich auch mal darüber nachdenken, vielleicht mal ein paar Gewinne mitzunehmen oder vielleicht auch mal zu hedgen oder in irgendeiner Form abzusichern, dass ich durchaus Einfluss nehme, aber nicht in Panik verfalle, wenn die Börse mal am Boden sind, jetzt muss ich raus, wir müssen alle verkaufen. Aber das ist auch wieder schwierig mit der Disziplin, weil Börsencrashs und dieses panikhafte Verhalten wird über das sozusagen Panikhormon Cortisol gesteuert, über die Nebennierenrinde ausgeschieden. Und wenn das ins Spiel kommt, dann ist es vorbei mit dem Verstand, weil dann sind wir wieder auf Autopilot. Und das ist das Problem an den Börsen. Man sagt ja immer Börsencrash, Börsenpsychologie. Und ich würde es Cortisolschock nennen an der Börse, wenn die Menschen alle in Panik verfallen und alle auf die gleiche Tür zu rennen und wollen raus aus den Märkten, mich dann 3 Tage später fragen, mein Gott, was habe ich denn da eigentlich angestellt? Wo war denn da mein Verstand? Ja, der Verstand war regelrecht ausgeschaltet, der ist gekappt. Abschlussfrage dahingehend, wie sieht es momentan bei denen aus, die mit Kryptos handeln, Bitcoin und so weiter und so fort? Ich meine, die leben ja nun mal nicht nur sehr gefährlich, sondern die haben ja nur Unruhe, weil Kryptos werden ja auch unter anderem 24 Stunden, 7 Tage lang die Woche gehandelt. Die haben ja noch nicht mal börsenfrei am Samstag, Sonntag. Ja, dazu muss man schon ein Adrenalin-Junkie sein, um da mitzuspielen. Und das ist halt das klassische Beispiel für Gier frisst Hirn. Weil das ist die pure Gier. Man hat damit natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld verdienen können. Die Frage ist, kann man es heute noch? Wir wissen alle, es ist irgendeine doch massive spekulative Blase. Es kommt immer wieder, auch vor kurzem, zu massiven Einbrüchen. Und wenn ich das aushalten kann und bereit bin zu sagen, dass ich von meinem Vermögen meinetwegen 5% oder vielleicht sogar 10% in Kryptowährungen investiere, mit dem Wissen, dass ich einen Totalverlust erleiden kann, dann kann ich das durchaus spielen. Fahrlässig wird es halt nur dann, wenn ich im Grunde mein halbes Vermögen in Bitcoins oder dergleichen setze und dann einen Totalverlust erleide und meine ganze Altersversorgung weg ist. Das ist natürlich dann grob fahrlässig, aber das ist dann pure Gier. Ist denn Roland Ulrich auch Aktionär? Roland Ulrich ist auch Aktionär, aber nicht in Kryptowährungen. Also schon vernünftiger, da hat man dann das auch aufgenommen, was man gelesen und gelernt hat. Ja, ich versuche schon das umzusetzen, was ich predige und was ich in Seminaren und in Einzelcoachings versuche, den Anlegern beizubringen. Das versuche ich umzusetzen und ich kann Ihnen sagen, es funktioniert. Und wenn Sie mehr zu Roland Ulrich wissen wollen, zur Neurofinance unter roland-ulrich.de, richtig? Com. Also roland-ulrich.com, da können Sie ihn dann sehen, da können Sie auch schauen, wann er wieder auftritt und wann er seine nächsten Seminare gibt. Und in dem Sinne wünschen wir Ihnen, schalten Sie Ihr Gehirn bitte.